Die Nachfrage nach Security Audits wird immer grösser, sei es von den Unternehmen selber oder durch Behörden, Partner oder Kunden. Aber welche Standards helfen wirklich, die IT-Sicherheit zu erhöhen, ohne dabei eine Papiertiger zu erstellen? Das Referat von Andreas Wiesler, Geschäftsführer von der Go Out Production GmbH, zeigt aus 10-jähriger Erfahrung, wie ein Zertifizierungsstandard kann helfen kann, auch wenn das Zertifikat selber nicht wirklich das eigentliche Ziel ist. Herzlich willkommen, Andreas Wiesler, Gründer vom IT Security Forum. Grüezi miteinander. Es freut mich bereits zum 10. Mal hier vorne zu stehen. Themen haben sich doch in den letzten Jahren verändert. Auch die Anforderungen an Sie als IT-Verantwortliche, Sie in der Geschäftsleitung. Und das zeigt auch sehr schön gerade die erste Grafik. Wir haben die Anteilsnehmer von einer Firma, sei das ein Verwaltungsrat, sei das Ihre Aktionäre, stellen Anforderungen an Sie. Wir haben auf der einen Seite die Geschäftsstrategie, Ihre Ausrichtung, die Sie haben. Wir haben technologische Anwendungen gerade vorher erwähnt, Änderungen, Anforderungen an die Sicherheit, an Verschlüsselungen. Ständig wechselt irgendetwas, alle 2 Jahre bringt Microsoft ein neues Serverbetriebssystem, man ist da stetig im Fluss. Auch die rechtliche Seite hat sich verändert, immer mehr Anforderungen kommen auf dieser Seite. Sei das vom Bund, sei das Kanton, alle stellen noch Anforderungen an Sie, was heisst, Sie müssen die auch erfüllen. Ja, und dann haben wir noch Ihre Kunden, das Wichtigste für Sie. Auch die Kunden haben heute andere Anforderungen. Verfügbarkeit jederzeit, überall, ich will mit mobilen Geräten darauf zugreifen, ich will sie jetzt haben und nicht erst morgen. Auch das ist stetig ein Druck. Die Pyramide zeigt das auch ein bisschen, die verschiedensten Anforderungen, die sie haben. Und leider decken sich die nicht immer. Anforderungen von Kunden widersprechen vielleicht auch mal an einem Gesetz. Und das ist immer so ein Spagat, den man macht. Eigentlich weiss jeder IT-Verantwortliche, dass er mit einem Bein im Gefängnis steht. Ich denke, das ist nichts Neues. Und den Spagat muss man leider heute machen. Das Referatsthema ist ja ein bisschen Normen aufzeigen, die Ihnen helfen können. Das eine ist die ganze ISO 27000er Reihe. Dort drin haben wir jetzt ein Sammelsurium von verschiedensten Normen enthalten. Wir haben mal 27001. Das 1 definiert eigentlich, wie muss ein Informationssicherheitsmanagement aussehen. Von der Firmastruktur bis eigentlich zu der Umsetzung von dem Managementsystem findet Sie alles in dieser Norm inne. Sie sehen da die verschiedenen Schritte, ja, eine Einrichtung, Umsetzung, Durchführung und ganz wichtig die Überwachung. Randbemerkung, die meisten von Ihnen sind vermutlich IKS-pflichtig, müssen ein internes Kontrollsystem haben und entsprechend bildet sich das auch da in dieser Norm wieder ab. Nur, es ist nicht eine einmalige Arbeit, Sie müssen da stetig dahinter sein. Nicht, wie man es oft erlebt, 9001, alle 3 Jahre kommt da einer vorbei und wir machen noch schnell, dass wir wieder auf Papier das Gleiche machen, wie wir sonst machen. Nein, das geht bei 27000er Reihe nicht. Dort müssen Sie wirklich jährlich ein Audit über sich ergehen lassen. Wir dürfen das zwar auch intern machen, ohne dass da Externe kommen, aber sie müssen es machen, sie müssen es dokumentieren. Und alle 3 Jahre kommt wieder einer vorbei und schaut, ja, haben sie sich dann auch wirklich verbessert. Und das wäre der letzte Punkt, den sie da drauf haben. Das Schöne an der 27000er Norm für mich ist, es ist greifbar. Das, was dort steht, ist nicht irgendwo auf einem höheren Niveau, wo ich gar nicht verstehe. Sondern es ist etwas, das ich lesen kann und ich kann es auch verstehen. Sie sehen da die verschiedenen Schritte drin. Man hat ganz klare Anforderungen, auch seitens Management, was zu machen ist, weil ohne das geht es nicht. Das Erste ist die Leitlinie zu erstellen. So fängt nämlich die ganze Norm dann auch an. Der erste Punkt ist die Informationssicherheitsleitlinie erstellen. Der Rahmen, wo Sie sich drin bewegen müssen.
Dann haben wir die Identifizierung der Risiken. Wo sind überhaupt meine Risiken? Welchen will ich begegnen? Dort hat es auch eine eigene Norm gegeben, 27.005, ist erst gerade kürzlich überarbeitet worden. Dort sieht man, wie mache ich ein Risikomanagement in der IT. Viele weitere Punkte. Ich möchte noch auf den zweiten untersten eingehen. Bereitstellen von Ressourcen. Ganz ein wichtiger Punkt. Sie erleben das im Daily Business selber. Die IT, die ist eigentlich immer unter Hochstrom. Wenn man morgen ins Büro läuft, hat man sicher schon 20 E-Mails mit Anfragen. Den ganzen Tag kommen Telefon. Der Chef will das noch. Ich muss das Projekt noch erledigen. Und oft bleibt es dann beim Daily Business stehen. Norm sagt aber da, hey, wenn ihr die Leute verpflichtet, ISO 27000 zu machen, gebt ihnen auch Zeit. Mitarbeiter, auch die muss ich mit einbeziehen. Schulung, Awareness bilden, auch Kompetenzen geben. All das ist in dieser Norm entsprechend beinhaltet. 27.000er Reihe, das 1 hat einen interessanten Anhang. Es fängt bei A.5 an. Dort kommen klare Massnahmen. Und man hat aus dem Anhang eine eigene Norm gemacht, nämlich 27.002. Wenn Sie auch sagen, mich interessiert Zertifizierung nach 27.000 nicht, empfehle ich Ihnen trotzdem einmal 27.002 anzuschauen. Dort drin haben Sie klare Handlungsanweisungen. 27.002 beinhaltet 11 Überwachungsbereiche. Das ist das A5 bis A15. Dort sind 39 Kontrollziels mit 133 Sicherheitsmaßnahmen. Randbemerkung, wenn Sie es zusammenzählen mit den vielen und, kommen Sie vielleicht etwa auf 500 Massnahmen. Einfach als Randbemerkung. Sie sehen da die verschiedenen Bereiche drinnen. Ich habe die schön aus der Norm rausgenommen. Wirklich vom 5 bis zum 15 haben Sie die verschiedenen Schritte. Auch wieder, es fängt bei der Organisation an. Zuerst muss das Fundament stimmen, bevor es überhaupt weitergehen kann, bevor ich überhaupt die IT-Idee darauf aufbauen kann. Und genau gleich ist da bei dieser Norm. Und Sie sehen dann ein bisschen weiter unten. Nach dem Personal kommt erst die physische Sicherheit. Es kommt Netzwerkbetrieb entsprechend. Zugriffskontrolle, Entwicklung, Wartung, Sicherheitsvorfall, Incidentmanagement. Wie gehe ich mit dem um? Notfallvorsorge. Was wäre wenn? Und Einhaltung von der rechtlichen Seite, Gesetze, die da auf sie einwirken. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt daraus raus, um Ihnen mal ein bisschen aufzuzeigen, was da überhaupt drin ist. Ich habe mich für Sydney entschieden. Die eigenen Werte, Assets. Verantwortung, dann kurz, was ist das Ziel? Das Ziel, das findet Sie im 27.001 als kleines Titel, mehr nicht. Und im 2 haben Sie dann weiter Massnahme, Anleitung zur Umsetzung, weitere Informationen. Also sehr detailliert kommen Sie da ein Werkzeug an die Hand über, das Sie nutzen können, das Ihnen hilft, etwas umzusetzen. Zum Teil sind das kurze Abschnitte, manchmal sind das 2 A4 Seiten, mit entsprechenden Tipps und Tricks, wie Sie das auch umsetzen können. Das ist diese Reihe. Parallel dazu entwickelt hat sich eine andere Reihe. SCOBIT, SCOBIT Framework. Es ist nicht eine Zertifizierung, wo Sie dann am Schluss ein Zertifikat bekommen, ja, die Firma hält den Standard sowieso ein. Sondern SCOBIT ist ein Werkzeug für Sie, ein Arbeitsinstrument. Die Organisation hinten dran, das ist die SAGA. Die SAGA ist die treibende Kraft, die ist 1969 eigentlich gegründet worden vom Berufsverband der IT-Revisoren. Die haben gesagt, wir brauchen irgendwie Hilfsmittel, um diese Revisionen auch zu machen. Erst gerade kürzlich ist die Version 5 von COBIT rausgekommen. Dort drin enthalten sind 4 Domänen, 34 Prozessbereiche und etwa 200 sogenannte Control Objectives. Also Punkte, die Sie entsprechend erreichen sollten. Es ist ein Rahmenwerk, wie bereits erwähnt, für das Management, für die Überwachung und Steuerung der IT.
Die vier erwähnten Domains sehen Sie hier auf dieser Folie. Planen und Organisation, beschaffen und implementieren, erbringen und unterstützen, überwachen und beurteilen. Und jeder einzelne Punkt behandelt diese vier Elemente wieder. Ganz interessant, COBIT hat eigentlich den Anspruch, so die Schnittstelle auch zu sein zwischen Geschäftsleitung und IT. Man kann es etwa so vergleichen, wie die Geschäftsleitung redet Schweizerdeutsch und die IT redet Japanisch und man versteht sich einfach nicht. Und das COBIT will eigentlich so die Brücke dazwischen schlagen, damit die Leute auch die gleiche Sprache reden. Ganz wichtig, die Prozessverantwortlichen werden auch sehr stark in die Pflicht genommen im Ganzen. Das heisst, es wird an Prozess aufgehängt und das IT rundherum ist ein Mittel zum Erfüllen von Prozess. Was sind eigentlich Kerneigenschaften, Kernbotschaften, die COBIT Ihnen weitergeben will? Ja, es soll ja die Schnittstelle sein. Also das Oberste, Fokussierung aufs Business. Dort gibt es Geld. IT ist nur das Mittel zum Zweck. Es orientiert sich an den Prozess, den die Firma definiert hat. Mit diesem Prozess habe ich Anforderungen zum Erfüllen. Und um überhaupt zu sagen, bin ich gut oder nicht, muss ich auch messen. Das heisst, COBIT gibt Ihnen auch ein Messinstrument an die Hand, um zu sagen, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, nein, was müssen wir noch machen? Und Sie sehen das sehr schön hier in dem Kreis, geschäftliche Anforderungen finanzieren die IT-Ressourcen, Ausrufzeichen. Die IT-Ressourcen werden genutzt in den Prozess. Prozess liefert Informationen. Und die Informationen müssen dann natürlich wieder am Geschäftsziel entsprechen. Ich finde das einen wunderschönen Kreis, den ich kürzlich in einem Buch gefunden habe zu COBIT. Was haben Sie für ein Werkzeug im Standort drin? Das sind die RATSI-Tabellen. Wer ist zuständig für die Durchführung? Wer ist für die Prozessaktivität verantwortlich? Wer hat beratend? Es gibt immer wieder Prozesse, die nicht direkt involviert sind, aber es gibt doch Informationen, die dort überfließen. Und dann gibt es solche, die ich einfach nur als Informationsträger brauche. Und Sie sehen im unteren Abschnitt so einen Ausschnitt aus dem COBIT-Framework, die RATSI-Tabelle. Sie sehen da für die verschiedenen Funktionen, es gibt auch solche mit Personen, wo steht Geschäftsleitung, IT-Leitung und so weiter, wer für was verantwortlich ist. Also der Buchstaben unten dran entspricht dem oben dran. Bin ich Prozesseigentümer, bin ich nur als Informationsträger, liefere ich nur Input und so weiter. Und das tut der ganze Standard durch. Ich habe gesagt, COBIT gibt Ihnen ein Messwerkzeug an die Hand. Das ist das Reifegrad-Modell. Anhand von dem werden Sie dann auch gemessen. Man hat einmal zuunterst zu Null. Null heisst, es existiert gar nicht. Das heisst, so Prozesse sind nicht erkennbar, sind nicht definiert. Erleben wir oft bei kleinen Unternehmen. Vielleicht das Beispiel, man hat eine Firewall. Ja, man braucht jetzt eine Änderung, dann heisst es, machen wir doch noch schnell Port sowieso auf. Mache ich Port offen. Da ist kein Prozess dahinter. Initial, ja, es geht schon ein bisschen in die Richtung, wie ich es erwähnt habe, so Ad-Hoc-Massnahmen, unorganisiert. Man macht mal so schnell, man dokumentiert es nicht, man weiß nicht, wer wann was beauftragt hat. Daher viel wichtiger sind dann die Wiederholbarkeit. Und das erleben wir oft. Viele Firmen haben sich mit den Jahren, ich sage jetzt überspitzt formuliert, eingeschliffen. Man hat es ja immer so gemacht. Ist eigentlich ein halber Prozess. Jetzt müssen wir das einfach, müssen wir das entsprechend einfach noch formulieren, festhalten. Ich nehme uns als eigenes Beispiel. Uns gibt es jetzt seit 10 Jahren. Wie haben wir angefangen? Wir waren Zweite, haben uns Zeit genommen, haben gesagt, ja, jetzt bauen wir das IT-Security-Modell auf, wie machen wir Security-Audits? Wir haben uns wirklich ein halbes Jahr Zeit genommen, haben das alles definiert auf Papier und sind dann losgegangen. Zum Glück haben wir das gemacht.
Wir haben in den nächsten 9 Jahren nie mehr Zeit gehabt, dort dahinter das noch zu ändern. Klar, Kleinigkeiten sind immer wieder reingeflossen. Erkenntnis, Anpassungen an den Markt, neue Produkte. Aber das grundsätzliche Modell verhebt heute noch. Und ich bin wirklich froh, haben wir das am Anfang gemacht. Es ist wiederholbar. Und dieses Jahr haben wir uns jetzt zum Ziel gesetzt, jetzt wollen wir die vielen Prozesse, die wir da zwischen den Zielen haben, auch mal formulieren. Da sind wir jetzt dran und die ganze Firma, besten Dank an dieser Stelle, hilft mit, das zu machen. Das heisst, das Ganze wird definiert, dokumentiert und wichtig auch kommuniziert. Jeder, der involviert ist, weiss, dort hätte ich noch einen Job. Vielleicht auch ein Beispiel aus unserer Erfahrung. Wir haben ein Audit bei einer Firma gemacht, haben einen Notfallplan in die Finger gedruckt bekommen, wir sind da durchgegangen, ja, macht Sinn, sind zu der Person gegangen, sie, Herr, sowieso, Ihr Name steht jetzt da drin, was machen Sie genau? Das war die Antwort. Wo stehe ich? Was mache ich? Ja, das wäre noch wichtig, Kommunikation, wenn ich schon verantwortlich bin für einen Job. Gesteuert, das ist dann schon die höhere Schule. Ich habe jemanden hinten dran, der die Fäden in der Hand hat, der auch ein bisschen korrigieren kann in diesen Grenzen und entsprechend auch sagt, ich schaue, dass die Prozesse entsprechend laufen. Und wenn sie wirklich zu oberst ankommen, dann haben sie optimierte Prozesse. Aus meiner Erfahrung, die wenigsten Firmen haben es. Gerade in der IT, wo man so in einem dynamischen Umfeld ist, ich sage jetzt böse, die meisten sind zwischen 2 und 3. Wo ich nicht einmal so schlecht finde. Jetzt habe ich 2 Normen aufgezählt, es gibt aber x mehr. ITIL, wenn ich von Prozess rede, drängt sich ja ITIL eigentlich schon fast auf. Klar, auch COBIT setzt auf ITIL. Wieso soll COBIT das Rad neu erfinden? Sondern da gibt es ja bereits etwas. Aus Amerika, SOX. SAS 70 heisst heute nicht mehr so, aber ich kann mir die Zahlen einfach nicht merken, die neue Sprichdaten rein. In der Schweiz haben wir verschiedene Prüfstandards, die vielleicht Bankenversicherungsumfeld sind, die kennen die PS 809, die sie regelmäßig plagen. Also man hat auch dort Anforderungen. Und das COBIT-Framework hat sich zum Ziel gesetzt, die verschiedenen Sachen, die es ja schon gibt, zu nehmen, referenzieren. Und da gibt es ganze Dokumente, wie jetzt das hier zu ISO 27000 gibt es den COBIT Mapping, jetzt leider mit 17799, mit COBIT 4. Da gibt es Tabellen, die sagen, COBIT-Prozess sowieso, das entspricht übrigens bei ISO das. Und COBIT-Prozess sowieso ist bei ITIL das. Jetzt das Framework hier, das 17799, das ist der Vorgänger. Also von der Geschichte her, aus 1799 hat man dann 27'000 gemacht. Und wenn Sie die deutsche Version vom 27'000er kaufen, steht dort immer noch 1799. Es gibt noch keinen 27'000er auf Deutsch. Ein paar Worte stimmen vielleicht nicht von der Übersetzung her, aber Sie können den deutschen kaufen, 1799, und sind auf der sicheren Seite. Also da die Referenzierung, wenn Sie einen Standard haben, können Sie problemlos auch auf andere wechseln. Ich habe vorher so einen Kreis gezeigt. Das COBIT hat noch einen eigenen Prozess gemacht, nicht nur für Governance, also von der Firma her. Es gibt auch IT-Governance. Auch dort habe ich Anforderungen. Sage das an meine eigenen Leute entsprechend, sage das an meine IT-Prozesse. Auch dort gibt es ganze Kapitel nur über IT-Governance. Sie können das selber lesen, wir haben eigentlich die gleichen Punkte, nur steht oft das Wörtchen IT noch vor dran. Ich möchte Ihnen ganz kurz einen kleinen Einblick auch noch zeigen, was ist überhaupt dort drin. Wenn Sie COBIT kaufen, haben Sie nicht nur das COBIT allein. Vielleicht zum Kaufen noch kurz etwas. Es gibt eine Gratis-Version, die können Sie abladen, wo Isaka sagt, nehmen Sie es, arbeiten danach. Dann gibt es noch eine Version, die ist nur für Members gratis. Jetzt sind dann noch ein bisschen mehr Tipps und Tricks hinten dran. Und dann gibt es noch 2, 3 Dokumente, die kostenpflichtig sind. Und da sieht man solche.
Man hat das COVID-Framework an und für sich, die Version 5, das sind 94 Seiten. Ich blättere jetzt einfach mal kurz ein bisschen runter. Zum Beispiel da im Bereich Principles, die 5 Punkte. Die ganzen Abläufe, Prozesse, wie man sie gestalten kann. Da ist eigentlich das Ganze. Ich kann Ihnen die 4 Domänen zeigen. Die sehen Sie da sehr schön wieder abgebildet. Man kann es jetzt schlecht lesen, aber alle die Kästchen referenzieren dann wieder auf ein eigenes Kapitel, wo Sie sehr reichhaltige Informationen finden. Das ist das eine Dokument. Jetzt haben wir mal die Grundlage, aber wie setze ich das um? Und für das gibt es ein eigenes Dokument, das Enabling Processes. Schon ein bisschen dicker, 230 Seiten. Also Sie müssen jetzt nicht gerade hingehen und sagen, jetzt tun wir die 230 Seiten umsetzen, sondern auch da haben Sie wieder die verschiedensten Tabellen drin. Das Prozessmodell ist auch nochmal abgebildet. Es haben übrigens auch viele Schweizer mit dran gearbeitet. Und da sehen Sie jetzt auch wieder so einen Prozess, wieder die 4 Domänen, wie erwähnt, sieht man oben. Dann sieht man, wer liefert Input, also welche andere Prozesse liefert mir etwas und wem schulde ich Informationen. Eigentlich so das Razzi, das Sie vorher gesehen haben, ist da drin, auch wieder abgebildet. Und entsprechend unten dran sehen Sie auch sehr sauber aufgelistet jeden einzelnen Punkt. Da innen hat es viele IT-Leute. Da ist natürlich Information Security, der Guide, auch interessant. Nicht so dick wie der andere, hat nämlich 10 Seiten weniger. 220 Seiten, wo einem hilft, Informationssicherheit zu betreiben. Ich tue jetzt auch wieder frei mal irgendetwas suchen. IT-Element, Change Management. Enabling Changes. In diesem Kapitel enthalten, können Sie auch entsprechend nachlesen, was bedeutet für mich ein Change Management. Wenn Sie ITIL schon haben, sehr gut. Wenn Sie es nicht haben, da haben Sie auch wieder Informationen, wie Sie diesen Prozess übernehmen können. Und als Hilfsdokument ist eigentlich der gedacht, der soll Ihnen helfen, das Ganze überhaupt in Angriff zu nehmen, wo Sie dann auch entsprechend umsetzen können. Wenn Sie in SACA Mitglied sind, können Sie die für etwa $30 kaufen. Nicht so wie eine ISO-Norm, wo Sie schnell mal 600, 700, 800 Franken hinblättern. Sie haben da sehr schnell ein Werkzeug, das nicht einmal teuer ist. Das Ziel von SACA ist ja, Ihnen ein Werkzeug an die Hand zu geben, wo Sie damit arbeiten können. Das sind zwei Werkzeuge, die ich Ihnen näher bringen wollte. Jetzt heisst ja der Titel auch Audit nach dem. Was haben wir gemacht? Wir wollen ja das Rad auch nicht neu erfinden. Wir haben einen Fragekatalog zusammengestellt aus diesen Normen. Gerade zum Beispiel 27.002 hat ja die Kontrollziele. Und wenn es dort heisst, mach das und das, heisst die Frage, ist das auch so umgesetzt? In welchem Stand ist es? Sie kennen alle Plan, Do, Check, Act. Wo befinde ich mich auf dem Kreis? Von jedem Prozess. Das ist entsprechend dort drin enthalten, in unserem Fragekatalog, wo wir dann erweitert haben. Es ist vielleicht nicht alles drin, es sind Kapitel, die vielleicht fehlen. Vielleicht haben Sie andere Anforderungen. Gerade wer von Ihnen mit Kreditkarten arbeitet, kennt da noch PCI DSS. Die plagt Unternehmen sehr stark, wo Visa sagt, wenn ihr den nicht einhaltet, dann können wir keine Kreditkarte mehr über. Wir sperren euren Transfer zu uns gerade sperren. Im Moment sind sie sehr aktiv in der Schweiz, wo ich verschiedene Kunden gehört habe, auch Visa hat sich angekündigt, was müssen wir noch machen? Ja, wenn Sie so Werkzeuge haben, ideal, können Sie den Auditoren sagen, so sieht es aus. Zusammenfassend, Geschäftsleitung. Ja, ich habe es vorher erwähnt, Geschäftsleitung hat ja eigentlich zum Ziel, ich will Geld generieren, ich will mein Business aufrechterhalten. Man hat viel Zeitdruck, man hat Druck von Aktionären, von Kunden und so weiter. Man ist da immer so in der Zwickmühle drin.
Nichtsdestotrotz, sie brauchen etwas, wo sie sich daran halten können. Und Normen da helfen ihnen, sich auch daran zu halten. Zwei habe ich erwähnt, das sind nicht die einzigen, die ihnen helfen können. Aber die zwei können ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, um ihre Prozesse zu optimieren. Nicht vergessen dürfen wir bei beiden, die ich jetzt vorgestellt habe, sie haben auch Anforderungen, die sie erfüllen müssen. Sie sind die verantwortlichen Personen hinten dran. Vor Gesetz kommen sie der Geschäftsleitung dran, nicht der IT-Leiter. Man kann es zwar delegieren, aber die Verantwortung bleibt bei ihnen. Was mir auch wichtig ist, ich habe es vorher mit der Sprache erwähnt, Schweizerdeutsch, Japanisch, Chinesisch, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, die Schnittstelle, dass es klar ist. Die IT, wenn sie ihnen sagen, mach mal, die präsentieren ihnen super Lösungen. Kostet vielleicht auch ein bisschen mehr, weil es noch, können sie noch so schön machen. Und das entspricht manchmal vielleicht auch nicht dem Prozess. Und die Normen helfen ihnen auch, die Schnittstelle sauber zu definieren. Den genau gleichen Punkt, den habe ich nämlich auch unten bei den IT-Verantwortlichen. Ha, endlich verstehe ich, was die Geschäftsleitung will von mir. Die IT ist der Prozess-Enabler. Heute geht es nicht mehr ohne IT. Ganz klar, es gibt ganz wenige, die es vielleicht noch arbeiten ohne IT. Vielleicht auch so eine Episode, wir erleben oft, ja, wie sieht es denn aus mit Verfügbarkeiten? Ja, so einen Tag, zwei können wir ohne IT. Und dann stellen sie 5 Minuten den Exchange ab. Ja, der dritte Punkt für die IT. Sie kommen das Werkzeug an die Hand über, um ihre Umgebung zu messen. Da ist nicht gemeint, Ping-Antwortzeit ist heute 15 Millisekunden, morgen ist 27, sondern es sind andere Werte. Wie kann ich den Prozess erfüllen? Das ist damit gemeint. Jetzt habe ich gar nicht viel über Benutzer gesagt, ausser wir müssen schulen. Ja, Benutzer sind natürlich da auch ein wichtiges Rad am Ganzen. Egal welche Statistik das man liest, 80% der Sicherheitsvorfälle sind die eigenen Leute. Nicht absichtlich, oft ist das fahrlässig, man hat es immer so gemacht, Zeitdruck, gar nicht dran gedacht. Und dann ist es passiert. Daher muss man die mit einbinden. Ich möchte Ihnen da auch ein Beispiel geben. Eine Firma, wo wir jetzt gerade haben dürfen, einen Social Engineering Angriff machen. Und zwar im Rahmen von einem Phishing Angriff. Die Leute werden eigentlich regelmäßig sensibilisiert. Es gibt sogar eine Norm in der Weisung, die heisst, fremde Absender, Mail, löschen. Wir haben dann ein Mail geschickt. Der Absender war der IT-Leiter, alle Mitarbeiter. Firma sowieso macht mit uns Kontrolle von den Passwörtern, von der Qualität. Geht bitte auf die Seite, füllt das aus. Zu gewinnen gibt es übrigens das iPad Mini. Aha, kaum da gibt es schon eins. Noch ein paar weitere schöne Preise. Wir haben das gestartet, letzte Woche am Montag. Hat tack gemacht, es ist dann ein bisschen zurückgegangen. Wir haben 200 Leute, ein bisschen weniger, sind nicht ganz alle erreichbar gewesen, angeschrieben. 104 haben geantwortet. 104 Mitarbeiter, 53%. Haben gesagt, ich fülle das aus. Und dort hat es auch einen Punkt drin gehabt, wie lautet Ihr Passwort? Geben Sie ein und mit dem Balken sieht man, wie sicher das ist. Wir haben jetzt einen Haufen Passwörter. Was die Leute nicht gewusst haben, wir hätten auch Zugriff auf das OWAC von aussen. Wir kennen ja das Login. Entweder ist das Vorname, Nachname, Kombination, das Kürzel davon. Wir hätten jetzt Schabernack noch treiben mit denen. Also daher binden Sie Ihre Mitarbeiter ein. Leider zeigt das Resultat auch regelmäßig, bringt es nicht viel, man muss wirklich immer und immer wieder. Und ich habe es vorher erwähnt, bei allen Normen wird der Prozess-Owner, der Verantwortliche von diesem Prozess, sehr stark eingebunden. Ich habe jetzt das beim Benutzer platziert, weil der kann ja auch für einen Prozess verantwortlich sein. Das kann die Dame, der Herr sein, der Post öffnet und ins richtige Fach hinein tut. Auch diese Person hat eine wichtige Aufgabe und muss damit eingebunden werden. Ich bin überzeugt, wenn man so Normen nimmt, wenn man sich daran versucht zu orientieren, nicht umsetzen, das ist nicht das Ziel.
daran orientieren, sind sie auf dem richtigen Weg. Ich habe ein interessantes Gespräch gerade eingangs von einem Kunden, wo wir das haben dürfen machen, eingängig, wo sich noch heute an denen orientiert und jetzt auf gutem Weg ist, auch Richtung ISO 27000 zu gehen. Also Sie sehen, das Ganze kann verheben, kann Ihnen ein Werkzeug sein und hilft Ihnen, die IT-Sicherheit zu erhöhen. Besten Dank.